Der erste Glitch ist am Spawnraum am Hof bei Firebase Z. Und zwar geht ihr auf Distanz hier hoch und während des Kletterns, Leute, drückt ihr die Taste, um nach hinten zu laufen, gedrückt, sodass ihr so ein kleines bisschen zurückläuft. Und wenn ihr das da macht, versammeln sich die Zombies unter euch. Dann kommen wir direkt zum zweiten Glitch und der befindet sich am Helipad. Und zwar müsst ihr hier auf die Kiste wieder aus der Distanz draufspringen, Leute. Und beim Klettern die Taste, um nach hinten zu laufen, ein kleines bisschen gedrückt halten, sodass ihr nach hinten läuft. Dann versammeln sich auch hier die Zombies unter euch. Kommen wir direkt zu Glitch Nummer 3. Und zwar müsst ihr hier zu diesen Sandsenken, wo ich jetzt bin, Leute. Hier springt ihr auch aus der Distanz drauf und beim Klettern wie vorher auch ein kleines bisschen zurücklaufen. Und dann versammeln sich die Zombies unter euch. Wenn ihr seht, dass die Zombies nicht nach hier laufen, also nicht unter euch laufen, sondern nach rechts laufen, dann geht runter und versucht es nochmal, denn dann hat es nicht geklappt und die Zombies bewerfen euch. Der nächste Glitch ist auch hier an der verbrannten Verteidigung und zwar bei diesen Sandsäcken, Leute. Ihr springt aus der Distanz drauf, aber passt auf, wenn ihr geradeaus drauf springt, dann fallt ihr nach hinten. Also ihr müsst ein bisschen mehr nach links springen, Leute, an die linkere Ecke, an die Kante. Und wenn ihr das da macht, versammeln sich auch hier die Zombies unter euch. Gehen wir weiter zum nächsten Glitch und der befindet sich bei der eisernen Verteidigung. Und zwar ist das hier hinten in der Ecke bei den Sandsäcken. Dort springt ihr wieder aus der Distanz drauf, Leute. Beim Klettern geht ihr so ein kleines Stückchen zurück und dann versammeln sich die Zombies unter euch. Hier auch wieder, wenn die Zombies auf euch gerannt kommen, dann hat es nicht geklappt. Die müssen wirklich unter euch laufen. Und falls sie das nicht machen, dann werden die euch auch bewerfen und ihr werdet höchstwahrscheinlich hier oben sterben. Dann kommen wir nun zum letzten Glitch in diesem Video. Und zwar ist es der Out-of-Map-Glitch. Ihr stellt euch hier bei der Kaserne an diese Tür. Schaut dorthin, wo ich ihn schaue und aktiviert euren Ätherschleier. Dann seid ihr Out-of-Map. Wenn ihr dann ein bisschen weiter hier rausgeht, Leute, und einen Kumpel noch dabei habt, der euch hilft, dann könnt ihr hier zum Beispiel AFK chillen und euer Kumpel kann bis Runde 20 spielen, sodass ihr die Social Distancing Visitenkarte freischalten könnt. Und falls ihr hier wieder raus wollt, Leute, müsst ihr einfach hier am Ende der Map, wo ich jetzt bin, einfach hier runterspringen und ihr spawnt wieder am Helipad. Das war's dann mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und wenn du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Ciao.